Am Anfang steht Karl Marx mit seinem Traum. Lenin macht daraus die Revolution in Russland. Stalin schmiedet sein Reich des Terrors. Maos Propaganda schickt ganz China auf den langen Marsch. Und der Guerillero Che Guevara wird zum Star einer ganzen Generation. Im 20. Jahrhundert ist fast die halbe Welt kommunistisch. Das führt zum Kalten Krieg zwischen Ost und West. Dann, wie bei einem Spuk, scheint plötzlich alles vorbei. Was bleibt, ist der Schmerz über Millionen Tote und einen geplatzten Traum. Havanna, die Hauptstadt Kubas. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen Ost und West ist die Karibikinsel Schauplatz eines der gefährlichsten Augenblicke in der Geschichte der Menschheit. 1962 steht die Welt am Abgrund. Ein dritter Weltkrieg ist so nah wie nie zuvor. Nur drei Jahre zuvor, 1959, erlebt Kuba eine Revolution. An der Spitze der Rebellen steht der 32 Jahre alte Fidel Castro. Er stürzt das korrupte Regime von Diktator Batista. Doch von Kommunismus ist noch kaum die Rede. Castro war einfach erst einmal ein kubanischer Nationalist. Und Kuba war ja ein vergleichsweise entwickeltes Land in Lateinamerika, aber eben sehr von den USA natürlich schon allein über die Nähe bestimmt. Also dagegen richtete sich eine innere Opposition und Castro hatte sehr schnell die Idee, dass wenn er sich an diese Spitze setzt, dass er dann auch der neue Führer der Nation sein sollte. Also er sah sich tatsächlich als nationalen Führer Kubas. Mit Sozialismus hatte er erst einmal gar nichts weiter am Hut. Der uneheliche Sohn eines aus Spanien eingewanderten Großgrundbesitzers wird auf einer katholischen Eliteschule erzogen und arbeitet als Anwalt in Havanna. Vom Elend der Armen und der Korruption auf Kuba abgestoßen, geht Fidel mit einigen Getreuen in den Untergrund. Er träumt von einer Revolution. Kubas Wirtschaft wird damals von US-Konzernen und Mafia-Clans kontrolliert. Kuba war in den 50er Jahren ein von einem Diktator heruntergewirtschaftetes Land. Politisch heruntergewirtschaftet. Es war zugleich eine Art Kolonie der USA oder, wenn Sie so wollen, ein Freizeitpark der Amerikaner. Havanna galt als Casino Floridas oder wahlweise als Bordell. Während sich in den Casinos, Kinos und Nobelhotels Hunderttausende Amerikaner vergnügen, fehlt es vielen Kubanern am notwendigsten. 1953 unternimmt Castro einen ersten Putschversuch. Er scheitert kläglich und wird zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach zwei Jahren kommt er wieder frei und geht ins Exil nach Mexiko. Im Hintergrund bildet sich eine bürgerliche Opposition, eine Widerstandsbewegung, die nicht an eine sozialistische Revolution gedacht hat, sondern die im Grunde genommen nur eines wollte, zur Verfassung zurückzukehren und die im Wesentlichen eine Agrarreform durchsetzen wollte, also im Grunde genommen Wirtschaftsreformen mit bürgerlichen Freiheiten vermählen. Dafür stand der junge Fidel Castro. Dafür standen all diejenigen, die mit Castro in die Berge gegangen sind und von dort aus den Widerstand organisiert haben. 1956 kehrt Castro mit nur knapp 80 Kämpfern nach Kuba zurück. Nach jahrelangen Kämpfen in der unwegsamen Sierra Maestra gelingt es seinen Guerillas, die schlecht bezahlten Truppen des Diktators in die Knie zu zwingen. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Einer von Castros engsten Kampfgefährten hat andere Vorstellungen von der Revolution. Ernesto Guevara, den alle Che nennen, sieht sich selbst als ideologischen Kopf einer revolutionären Bewegung mit marxistischer Ausrichtung. Der 1928 in Argentinien geborene Guevara hat als Medizinstudent Lateinamerika bereist, mit den Schriften von Marx und Engels im Gepäck. Wie die beiden Autoren des Kommunistischen Manifests von 1848 träumt auch Che von einer besseren Welt.
Che ist erstmal ein Latino-Fundamentalist, würde ich mal sagen. Also Latinoamerika gegen die Riesen des Nordens, wie er dann sagt, oder so. Also die Yankees, die große imperialistische Macht. Ja. Also insofern ist er ein Pan-Lateinamerikaner. Das ist seine erste Achse. Und so stößt er dann eben im Exil in Mexiko auf diese Truppe da von dem Castro und beteiligt sich an ihrer Landung und zieht dann schließlich auch in Havanna ein und ist jetzt plötzlich dieser Mensch, der sogar neben Castro auch das Charisma dieser Drittweltrevolution verkörpert. Nach dem Sieg inszenieren sich Castro und Che Guevara als Dreamteam der Revolution. Und es gelingt dem jungen Argentinier, Castro davon zu überzeugen, dass die Bewegung eine ideologische Basis braucht. Che schlägt sein Hauptquartier hoch über Havanna in La Cabaña auf, einer Festung aus der Zeit der Spanier. Als kompromissloser Vorsitzender des obersten Kriegsrats führt er von seinem Schreibtisch aus die Aufsicht über sogenannte Revolutionstribunale, Schauprozesse gegen Anhänger des gestürzten Batista-Regimes. Willkür folgt auf Willkür. In den ersten Monaten der Revolution werden nach Schätzungen fast 2000 Kubaner hingerichtet. Fidel Castro gibt sich währenddessen als gemäßigter und pragmatischer Kopf des neuen Regimes auf Kuba. Bei einer Reise nach New York beteuert er, er sei kein Marxist. Doch am Rande einer Konferenz der Vereinten Nationen trifft er sich mit dem sowjetischen Parteichef Nikita Chruschtschow. Die US-Regierung ist alarmiert. Dann war es eben so, dass die Amerikaner doch wollten, dass er eine Koalitionsregierung bildet und so weiter. Und dann haben sie eben, um sozusagen eine sich abzunabeln von den USA, haben sie so eine Nationalisierungspolitik gemacht, sehr radikal sogar, mit diesem argentinischen Doktor Guevara als dem Chef seiner Ökonomie. Der war allerdings Kommunist. Als Zentralbankpräsident schafft Che Guevara die freie Marktwirtschaft ab. Die bisher so mächtigen US-Unternehmen auf Kuba werden enteignet und verstaatlicht. Im Januar 1961 wird in Washington der neue US-Präsident John F. Kennedy vereidigt. Die Welt hofft auf ein Ende des Kalten Krieges. Aber Kennedy hält an der Politik seines Vorgängers Eisenhower fest und will die Ausbreitung des Kommunismus mit allen Mitteln aufhalten. Kuba wird so zum Brennpunkt des Ost-West-Konflikts. Der frühe John F. Kennedy glaubte, dass eine nationale Unabhängigkeitsbewegung in Lateinamerika sehr schnell zur Beute Moskaus werden würde und dass dann eine Art Dominoeffekt in Mittel- und Lateinamerika eintreten würde, dass sich andere Länder in Südamerika das kubanische Beispiel zum Vorbild nehmen würden und eine Art, ja, Prozess auslösen würden, den die Amerikaner nicht in der Lage wären zu kontrollieren. Im Februar 1961 ernennt Castro Che Guevara zum Industrieminister. Der will Kuba radikal umbauen. Von einer exportorientierten Zuckermonokultur in einen modernen, von Importen weniger abhängigen Industriestaat. Mithilfe der Sowjetunion und einer marxistisch-leninistischen Planwirtschaft. Das geht den USA entschieden zu weit. Präsident Kennedy stimmt einem alten Plan seines Geheimdienstes CIA zu. In der sogenannten Schweinebucht im Süden Kubas landen am 17. April 1961 etwa 1300 bewaffnete Exilkubaner mit logistischer Unterstützung der USA. Fidel Castros Truppen sind vorgewarnt und besiegen die Invasoren in nur 3 Tagen. Die Amerikaner waren in vollkommener Fehleinschätzung der Situation in Kuba, der Meinung, sie könnten mit einer von außen kommenden amphibischen Landung einer Spezialeinheit einiger Konterrevolutionäre im Ausland ausgebildet, um die vermeintlich unzufriedenen Massen auf Kuba gegen Fidel Castro in Stellung zu bringen. Die Exilkubaner landeten in der Schweinebucht. Nicht nur hat es keinen konterrevolutionären Funken gezündet, sie wurden auch innerhalb weniger Tage
von Castros Einheiten aufgerieben, gefangen gesetzt oder erschossen. Die Amerikaner versuchten zu dementieren. Sie versuchten, es so darzustellen, als wären es nur Exilkubaner ohne Unterstützung Washingtons gewesen. Jeder wusste, dass die Amerikaner im Hintergrund die Fäden gezogen hatten. Sie standen blamiert da. Sie mussten Mittel und Wege finden. Ihr Versprechen an die Welt, wir beschützen Lateinamerika vor dem Virus der kubanischen Revolution, diesen großen Worten auch Taten folgen zu lassen. Wien, Juni 1961. Ost-West-Gipfel mit US-Präsident Kennedy und dem sowjetischen Parteichef Khrushchev. Eigentlich geht es hier um das atomare Wettrüsten. Kuba ist nur ein Randthema. Doch die sowjetische Führung glaubt, dass die USA insgeheim einen neuen Angriff auf die Insel planen. Die Stationierung von Atomwaffen auf Kuba soll das verhindern. Nur zwei Jahre zuvor war Khrushchev bei einem Besuch in den USA noch als Hoffnungsträger gefeiert worden. Von Tauwetter war die Rede, nach dem Terror der Stalinzeit. Khrushchev selbst aber hat das Ziel der Weltrevolution nie aus den Augen verloren. Das ist die wunderbar ironische Situation dann, dass Khrushchev zum ersten Mal, ein Generalsekretär der KPDSU, fährt nach Amerika. Und dort stellen die Amerikaner fest, ach, der ist doch gar nicht so schlimm und der hat ja richtig nette Seiten und so. Und er fühlt sich aber auch dort eigentlich genau genommen pudelwohl. Er sieht riesige Maiskolben und er sieht tolle Haushaltsgegenstände und so weiter. Und er ist ziemlich überwältigt und dort lässt er sich dazu hinreißen, zu sagen, aber wir werden Amerika in so und so vielen Jahren einholen und überholen. Und dann werden wir den Kommunismus eröffnen. In Moskau herrscht ein Richtungsstreit. Einige Politbüromitglieder wollen marktwirtschaftliche Elemente einführen, so wie Revolutionsführer Lenin in seinen späten Schriften gefordert hatte. Khrushchev will an der Planwirtschaft festhalten und glaubt, so den Kapitalismus bald zu überflügeln. Мы за эти буквально 2-3 года сделаем чудеса. И эти земли, которые сейчас, так сказать, поруганы плохими руководителями, вы увидите, как они прославят нашу Родину, как они прославят тех, которые приложат руки. Offiziellen Zahlen zufolge wächst die Wirtschaft der UdSSR zu dieser Zeit dreimal schneller als die amerikanische. Das sowjetische Wirtschaftswunder, das suggeriert die Propaganda, sei nicht mehr aufzuhalten. Die Menschen sind der Polizei überdrüssig, sind das Regime leid und sie sind nicht mehr so verängstigt. Statt des Wanderstabs bekommt man ein Auto. Das versprechen sie jedenfalls. Sie wecken diese Hoffnungen nach dem Motto, wir schulden es euch. Wir haben jetzt noch keinen Kommunismus, aber in 20 Jahren, wenn ihr hart arbeitet, wenn ihr diesen 5-Jahres-Plan erfüllt, machen wir einen großen Schritt Richtung Kommunismus. Eure Kinder werden alle Wohnungen haben und dann machen wir den nächsten Schritt. Sie haben nicht im Detail über die Zukunft gesprochen, sondern nur grundsätzlich. Wenn ihr heute hart arbeitet, werdet ihr ein Wirtschaftsparadies bekommen, in dem es allen Arbeitern mit einer Fülle materieller Dinge wohlergehen wird. Das funktioniert, solange die Leute glauben, es kommt. Mit der Parole Amerika einholen und überholen sollen Fleiß und Ehrgeiz der Sowjetbevölkerung geweckt werden. Doch die tatsächlichen Wirtschaftszahlen bleiben weit hinter den Versprechungen zurück. Zu viel Geld fließt ins Militär und in die ineffiziente Bürokratie. Heimlich werden Goldreserven aufgelöst, um im Ausland Lebensmittel zu kaufen. 4 Jahrzehnte nach Lenins Oktoberrevolution ist die halbe Welt kommunistisch. Aber zwischen der Sowjetunion und Maos China werden erste Risse sichtbar. Als Khrushchev 1959 nach Peking reist, weigert er sich, den Chinesen Atomwaffen zu geben. Und Mao lehnt den sowjetischen Führungsanspruch vehement ab. He used to say, in Chinese words, Wu Fa Wu Tian Da. I have neither heaven nor law. Er sagte, für mich gibt es weder einen Himmel noch ein Gesetz. Nichts kann mich stoppen. Niemand kann mich kontrollieren. Aber mir war nicht klar, wie ernst er das meinte.
Chruschtschow setzt auf die Moskau-freundlichen Mitglieder des chinesischen Politbüros und versucht, mit massiven Wirtschaftshilfen den schwierigen Nachbarn unter Kontrolle zu bekommen. Doch Mao denkt nicht daran, sich zu beugen. Nach derselben Logik, nach der Chruschtschow sagt, wir werden Amerika einholen und überholen, sagt Mao auch. Wir werden die fortgeschrittenen Länder des Westens binnen 10 Jahren oder so einholen und überholen. Aber wir machen das auf unsere Weise. Wir sind ein Land, sozusagen, wo wir keine große Technik haben. Die Technik, die die Russen liefern, taugt A nichts, B wollen sie uns damit erpressen. Also machen wir das alles selbst. Mao nimmt sich vor, in China binnen weniger Jahre den neuen Menschen zu erschaffen und geht dabei über Leichen. In einer großen Kampagne hat er alle Bauern in sogenannte Volkskommunen gezwungen. Sie sollen nicht nur auf dem Feld arbeiten, sondern auch mit primitivsten Mitteln der Schwerindustrie dienen. Es hatte das Pathos einer, wie man dann sagte, autozentrierten Entwicklung. Mit unseren eigenen Händen bauen wir unser Land auf. Dann gingen sie alle und schaufelten Kanäle und so weiter. Und das Ganze endete eben in dieser Hungerkatastrophe und diesem beispiellosen Abbruch. Da sollten ja aus Kochtöpfen Maschinen, Stahl und dann Maschinen gebaut werden und so weiter. Es war Wahnsinn. Im großen Sprung nach vorn will der Vorsitzende Mao, Zitat, Sonne und Mond lehren, die Plätze zu tauschen. 90 Millionen Chinesen werden zu Stahlarbeitern. Mao lässt in jedem Dorf primitive Hochöfen errichten. Die Bauern verlassen ihre Felder, um Kohle zu schleppen, Erz zu klopfen oder Schrott zu sortieren. I worked on a backyard steel furnace. My wife worked on another steel furnace. Meine Frau und ich arbeiteten an kleinen Hochöfen im Hinterhof. Wir zerschmolzen Töpfe und eiserne Zäune. Was dabei herauskam, sah aus wie schwarzer Schlamm. Ich fragte den Vorarbeiter, ist das wirklich Stahl? Und er sagte, ja, das kommt ins Stahlwerk. Aber das war völliger Unsinn. Es war alles nur Schrott. Mao verspricht seinem Volk goldene Zeiten. Auf 3 Jahre harte Arbeit würden 10.000 Jahre Glück folgen. Doch es kommt anders. Es kommt zur Katastrophe. Als Folge von Maos Größenwahn bricht die Landwirtschaft zusammen. China erlebt die schlimmste Hungersnot seiner Geschichte. Schätzungsweise 35 Millionen Menschen kommen ums Leben. Die Sowjetunion und Kuba sind inzwischen sozialistische Bruderländer. Nikita Chruschtschow und Fidel Castro stellen bei einem Treffen in Moskau demonstrativ Einigkeit zur Schau. Castro weiß, dass der Sowjetführer die kubanische Revolution um jeden Preis verteidigen will, auch mit Atomwaffen. Chruschtschow inszeniert sich gern als friedliebenden Sachwalter der sozialistischen Sache, die den Ländern der sogenannten Dritten Welt eine Alternative zum ausbeuterischen System des Kapitalismus bieten soll. April 1961. Der Kosmonaut Juri Gagarin ist der erste Mensch im Weltall. Ein großer Triumph für die Sowjetunion. Chruschtschow will auch militärisch ein Zeichen setzen und gibt den Befehl, Atomraketen auf Kuba zu stationieren. Chruschtschow versuchte in der Zeit, die UdSSR als Großmacht zu inszenieren, die den Amerikanern auf Augenhöhe begegnet. Er wollte eine mit den USA gleichberechtigte Supermacht repräsentieren. Deshalb war das erste Kalkül zu sagen, wenn ihr Amerikaner grenznah zur UdSSR in der Türkei Mittelstreckenraketen stationiert, dann vergelte ich Gleiches mit Gleichem und stationiere sowjetische Mittelstreckenraketen vor eurer Haustür, nämlich auf Kuba. Das war der erste Grund. Und der zweite Grund war, dass Chruschtschow der Meinung war, er könne mit diesen Mittelstreckenraketen die USA von einer neuerlichen Invasion Kubas abschrecken. In der gefährlichen Logik des Kalten Krieges kommen sowjetische Nuklearwaffen nur 120 Kilometer vor Florida einer Kriegserklärung gleich. Der Transport unterliegt strengster Geheimhaltung. Fidel Castro begrüßt die Stationierung der sowjetischen Atomwaffen.
Er hofft, dass Kuba damit vor weiteren US-Invasionsversuchen sicher ist. Ankunft und Aufbau der Raketen bleiben unentdeckt. Doch dann fotografiert ein US-Aufklärungsflugzeug aus 22 Kilometern Höhe eine Raketenstellung nahe der Stadt San Cristobal. Es ist der Beginn der Kuba-Krise. Chruschtschows Plan ist aufgeflogen, bevor alle Raketen einsatzbereit sind. Die Welt steht am Abgrund eines Atomkriegs. US-Präsident Kennedy muss reagieren. Seine Militärs raten zu einem Luftangriff oder zu einer Invasion. Präsident Kennedy hat das sehr präzise formuliert. Raketen auf Kuba könnten den Anschein haben, als hätten die Russen mit uns militärisch gleichgezogen, als wären sie mit uns auf Augenhöhe. Und der Anschein ist immer Teil der Realität. Das waren Kennedys Worte. Wir dürfen in der Auseinandersetzung mit Moskau in diesem Kalten Krieg nicht den Anschein zulassen, als wäre uns eine gleichberechtigte Supermacht als Konkurrent erwachsen. Wir müssen alles dafür tun, um sie wieder auf ihren Platz zu verweisen. Wir sind und bleiben die Weltmacht Nummer eins. Die Sowjetunion schickt atomar bewaffnete U-Boote in die Karibik. Die US Navy zieht Dutzende Kriegsschiffe zusammen. Auf Kuba selbst herrscht Alarmzustand. Sowjetische Luftabwehrraketen schießen ein US-Aufklärungsflugzeug ab. Fidel Castro verliert die Nerven und drängt auf einen atomaren Erstschlag gegen den verhassten Gegner im Norden. Er ist sicher, dass die Würfel in Washington längst gefallen sind für einen Angriff. Doch Kennedy zögert. Den Plan für eine Invasion auf Kuba hat der Präsident in Wahrheit schon aufgegeben. Kennedy tritt vor die Fernsehkameras und kündigt eine Seeblockade Kubas an. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Chruschtschow schickt Politbüromitglied Anastas Mikoyan nach Havanna, um Castro den Abzug der Atomraketen mitzuteilen, das Ergebnis von Geheimverhandlungen mit Kennedy. Auch die Amerikaner müssen Raketen abziehen, aus Italien und der Türkei. Die Welt atmet auf. Castro fühlt sich hintergangen. Am 9. November 1962 verlassen die letzten sowjetischen Raketen Kuba. Nach der Kuba-Krise, also als sie sich von den Exilkubanern bedroht fühlten und als sie die Sowjets dazu gebracht hatten, die Raketen dort zu stationieren, die sie dann wieder abzogen und wo sich gezeigt hatte, die hatten keine Eier, ja, wie Castro sagte, ja, diese Sowjets da, dann blieb ihnen trotzdem nichts anderes übrig, als jetzt ganz ins sozialistische Lager überzuwechseln. Castro hat sich mal 4 Wochen in die Schriften vertieft und dann hat er sein Volk sozusagen auf den Marxismus-Leninismus getauft sozusagen. Und dann hat er sich ins sozialistische Lager reingedrängt. Ab jetzt sind wir eine Volksrepublik, ab jetzt gehören wir dazu. Und dann hatte er so sein eigenes Charisma natürlich und völlig untypische Figur, weil jeder kommunistische Führer musste seine Schriften haben. Castro hatte keine Schriften, der hat 10.000 endlose Reden gehalten. Fidel Castro bleibt ein Exot der Weltrevolution, ein Marxist aus reinem Machtkalkül. A la luz de la razón y a la luz de los principios. Porque hay que decir que por encima de todo somos marxistas leninistas. Ost-Berlin 1963. Der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow zu Besuch bei den Genossen in der DDR. 2 Jahre nach dem Mauerbau, 1 Jahr nach der Kuba-Krise. Die Gefahr eines dritten Weltkriegs scheint gebannt, doch in den kommunistischen Satellitenstaaten herrscht Unsicherheit. Chruschtschow wünscht sich, dass alle seinem Reformkurs nacheifern, doch die Bilanz ist schon jetzt ernüchternd.
Beim 70. Geburtstag von Walter Ulbricht lässt er sich davon nichts anmerken. Der Jubilar ist ohnehin bester Stimmung. Die Mauer hat, wie erhofft, zur inneren Stabilisierung der DDR beigetragen. Also nachdem die Mauer gebaut war und die Leute nicht mehr abhauen konnten, bestand ja zunächst die Überlegung, dass man jetzt wirklich Sozialismus aufbauen kann. Ulbricht hat sich gedacht, er kann jetzt großzügiger werden, er kann mehr erlauben, man kann jetzt Reformen durchführen, wenn nicht mehr Millionen abhauen können. Es gab ja einen Politbürobeschluss, wo es plötzlich hieß, die Jugend, also wir sollten die Beatmusik hören, wir wollen, die junge Liebe soll gefördert werden, überhaupt so tanzen, wie wir wollen. Also es wurden uns Freiräume gegeben, das war wirklich erstaunlich. Das zweite war, dass er gemerkt hat, er hat gegen den Kapitalismus keine Chance, wenn die Produktivität in der DDR um 40% geringer ist als in der Bundesrepublik. Wir wollen heute wie Sozialisten arbeiten, weil wir morgen auf sozialistische Weise in Wohlstand und in Glück leben wollen. Deshalb hat er sein neues ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft, natürlich ein unmöglicher Titel, erfunden. Und da ging es darum, tatsächlich marktwirtschaftliche Elemente einzuführen. Also bis hin zum Konkurs sollte es gehen, damit ein Wettbewerb, eine Konkurrenz entsteht, auch mit allen Konsequenzen. Im Zentrum der kommunistischen Welt gerät Parteichef Chruschtschow jedoch zunehmend in die Kritik. Seine Macht im Kreml schwindet, weil die Wirtschaftsdaten immer alarmierender werden. Gegenwind im Politbüro gibt es auch, weil sich die Genossen an Chruschtschows unberechenbarem Führungsstil stören. Allen voran Leonid Brezhnev, der zweitmächtigste Mann im Kreml. Im Oktober 1964 wird Chruschtschow kurzerhand in den Ruhestand geschickt. Chruschtschow hatte die Reformen begonnen, weil er wirklich glaubte, dass sie den Elan der Revolution von Lenin wiederbeleben würden. Das ist völlig schief gegangen. Die Wirtschaftsreformen drohten, das System zu öffnen. Bevor Chruschtschow abgesetzt wurde, gab es Reformideen, die die Planwirtschaft bedrohten. Als Brezhnev die Macht übernahm, ließ er die Reformen beenden. Es war eine Rückkehr, wenn man so will, Richtung Stalinismus, zur allen bekannten Planwirtschaft. Mit Leonid Brezhnev als Parteichef beginnen für die Sowjetunion mehr als 15 Jahre Stillstand und Verkrustung. Regierungschef Alexei Kosygin reist nach Peking, um den roten Bruderzwist mit China beizulegen. Staatsgründer Mao Zedong hat kurzfristig an Einfluss verloren, weil ihm die Millionen Toten nach dem sogenannten großen Sprung nach vorn angelastet werden. Stärker Mann Chinas ist jetzt Staatspräsident Liu Shaoqi, ein Pragmatiker, der Wirtschaft und Landwirtschaft wieder stabilisieren will. Doch der von der Bevölkerung immer noch verehrte Mao will sich mit dem Verlust der Macht nicht abfinden. Anfang 1966 verschwindet der kaltgestellte Mao von der Bildfläche. 6 Monate lang hören die Chinesen nichts von ihm. Gerüchte werden laut, er sei schwer krank oder gestorben. Mit einem Paukenschlag meldet sich Mao 6 Monate später wieder auf der politischen Bühne zurück, in Badehose. Der große Steuermann schwimmt im Yangtze, dem mächtigsten Strom Chinas. Mao hat Großes vor. Um seine Widersacher im Politbüro zu beseitigen, spannt der Stratege diesmal die Jugend für seine Zwecke ein. Dann kommt Mao wieder aus der Deckung und sagt, das ist der revisionistische Weg, das sind die chinesischen Khrushchevs, und entfesselt diese Kulturrevolution, in der er an die Jugend appelliert, von der er vorher gesagt hatte, mit dieser Jugend ist nicht mehr viel anzufangen, die sind schon alle ganz dekadent und so. Ja. Aber er entfesselt einen Aufwärtselan auch der Jugend gegen die alten Kader. In Wandzeitungen ruft Mao die Jugend auf, gegen die Autoritäten in Staat und Gesellschaft zu rebellieren. Es ist der Auftakt der großen proletarischen Kulturrevolution. He had formulated a theory that
Er hatte die Theorie aufgestellt, dass ohne Zerstörung nichts Neues entstehen kann. Wenn man eine wirklich neue Gesellschaft will, lass sie erst einmal alles kaputt machen, jeden stürzen. Dann werden sie anfangen, alles wieder aufzubauen. Mao lässt Millionen Jugendliche aus dem ganzen Land nach Peking kommen. Die Zugfahrt in die Hauptstadt ist kostenlos. Am 18. August 1966 huldigen sie ihm am Tor des himmlischen Friedens. Ab 1966 sagte er öffentlich, dass China einen Imperator braucht. Und das war natürlich er. Um diese vielen Millionen Bauern zu führen, bedarf es einer kaiserlichen Autorität. Mao berauscht sich an der Rückkehr auf die große Bühne. Seine Worte und Zitate lässt er in einem kleinen roten Buch veröffentlichen. Die Auflage circa 1 Milliarde. Für die Roten Garden des großen Vorsitzenden ist es Pflicht, die sogenannte Mao-Bibel bei sich zu haben. Mao erklärt, Chaos könne neue Energie für Chinas Gesellschaft entfesseln. Und er will mit seinen Gegnern abrechnen. Millionen Jugendliche ziehen durch das Land und terrorisieren die Bevölkerung. Als Rote Garden haben sie es vor allem auf Intellektuelle abgesehen. Auf Lehrer, Parteifunktionäre oder einfach nur Bücherliebhaber. Nachbarn schwärzen einander an, Kinder denunzieren ihre Eltern. Eine Welle willkürlicher Gewalt rast durch das Reich der Mitte. Man hoffte ja, dadurch was zu werden, indem man die da mit Schandtüten durch die Straßen trieb. Dann kann ich ja vielleicht an seine Position kommen. Also dieser Furor der Jugend, die alten Kader, die alle nur 40 oder 50 Jahre alt waren, die waren nicht so alt, wegzufegen, der war ja auch schon ein Geheimnis des stalinischen Terrors gewesen. Die Bilanz nach 3 Jahren Terror und Anarchie, geschätzte 400.000 Tote. Über das tatsächliche Ziel der Kulturrevolution hat Mao alle getäuscht. Seine Widersacher aus dem Politbüro haben ihre Macht verloren. Staatspräsident Liu Shaoqi stirbt in einer Gefängniszelle. Unangefochtenes Zentrum der Macht ist erneut Mao Zedong. Und der Personenkult um die rote Sonne nimmt absurde Ausmaße an. An der Südgrenze Chinas hat sich währenddessen ein gefährlicher Krisenherd im Kalten Krieg gebildet: Vietnam. Das Land ist geteilt in einen kommunistischen Norden und den pro-westlichen Süden. 1965 schickt Washington Truppen nach Südvietnam, um die zunehmenden Angriffe aus dem Norden zurückzuschlagen. In Vietnam herrschte im Grunde genommen seit Mitte der 50er Jahre eine Art bürgerkriegsähnliche Situation. Die Amerikaner hatten einen Diktator im Süden installiert, von dem sie sich eine Stabilisierung des Landes gegen kommunistische Infiltration versprochen haben. Im Norden des Landes hatte sich die Widerstandsbewegung, die Viet Minh, politisch etabliert und mit Ho Chi Minh einen charismatischen Führer gefunden, der seinerseits in Moskau und Peking wirtschaftliche und militärische Hilfe zu mobilisieren wusste. Mit schweren Bombenangriffen auf Nordvietnam versucht die US Air Force, den Krieg aus der Luft zu gewinnen. Der Nachschub an Waffen und Munition für kommunistische Rebellen im Süden soll lahmgelegt werden. Die Amerikaner setzen Napalmbomben und giftige Entlaubungsmittel ein, um den Gegner im Dschungel zu bekämpfen. Doch die kommunistischen Kämpfer gewinnen immer mehr die Oberhand. Sie nutzen ein System aus Straßen und abgelegenen Verkehrswegen, das bis tief in den Süden reicht, den nach dem Revolutionsführer des Nordens benannten Ho Chi Minh-Pfad. Verborgen vor US-Flugzeugen werden so tausende Tonnen Material zu den Guerillakämpfern des kommunistischen Vietcong geschleust. Eine Guerilla signalisiert der vermeintlich überlegenen Seite, dass ihre überlegenen Waffen und ihre überlegene Ausbildung nicht zählt. Weil Guerilla stellt sich in der Regel nicht im offenen Kampf.
Eine Guerilla stellt sich nicht der offenen Feldschlacht. Eine Guerilla zielt auf die weichen Ziele und sie versucht, den Gegenüber moralisch zu zermürben, indem man gegnerische Truppen in Hinterhalte lockt, indem man das Land vermint, indem man Rückzugsräume unsicher macht, indem man Munitionsdepots sprengt und indem man vor allen Dingen mit der lokalen Bevölkerung kooperiert als unsichtbarer Dritter. Damit kommen konventionell ausgerüstete und ausgebildete Armeen, nicht nur die amerikanische, in der Regel nicht zurecht. Mit dieser Art der unkonventionellen Kriegführung kam man deshalb nicht zurecht, weil man weder darauf vorbereitet noch dafür bewaffnet war. Für die USA entwickelt sich der Vietnamkrieg zum Desaster. Washington schickt immer mehr Bodentruppen, doch die können nur wenig ausrichten gegen die Guerillataktik des Gegners. Hunderttausende Amerikaner erleben einen Krieg ohne Fronten, den sie nicht gewinnen können. Ihre Angriffe richten sich vermehrt gegen die Zivilbevölkerung, die angeblich den Partisanen Unterschlupf bietet. Berichte über Kriegsverbrechen erreichen die Heimat und setzen die US-Politik immer mehr unter Druck. Der Kampf gegen den Kommunismus in Fernost gerät zur moralischen Niederlage. In den Ländern des Westens wird der Vietnamkrieg zum Symbol für die Unterdrückung der Dritten Welt. Auf Kuba platzt währenddessen nach und nach ein Großteil aller revolutionären Hoffnungen. Für diverse sozialistische Wirtschaftsexperimente muss das Land teuer bezahlen. Die Karibikinsel gerät in eine tiefe ökonomische Krise. Verantwortlich ist vor allem der Industrieminister Che Guevara. Fidel Castro entmachtet schließlich seinen alten Mitstreiter, der zunehmend lustlos und gelangweilt wirkt. Che unternimmt lieber revolutionäre Dienstreisen. Anfang 1965 besucht er die Volksrepublik China, deren Kurs er dem sowjetischen vorzieht. Anschließend bereist er Algerien, wo er Moskau offen angreift. Jetzt denkt er trikontinental. Das ist seine Idee. Lateinamerika, Afrika und Asien. Und diese Weltrevolution, das ist nochmal der Traum einer wirklichen Weltrevolution, die will er quasi in erster Person auslösen und entzünden. Also er will einen Marxismus-Guevarismus entwickeln. Er hatte große Dinge im Kopf, die alle an seine Person auch gebunden waren. Insofern war er so ein Ego-Shooter schon auch und viele Elemente von Größenwahn. Fidel Castro lässt seinen Weggefährten endgültig fallen, erlaubt ihm aber geheime Abenteuer als Guerillakämpfer. Mit gerade mal 20 Mann will Che Guevara die Revolution nach Bolivien tragen. Ein aussichtsloser Plan, zumal die Sowjetunion Kuba mit der Streichung von Finanzhilfen droht, wenn der Revolutionsexport in andere Länder nicht aufhört. Che Guevara spielt politisch keine Rolle mehr. Dafür aber umso mehr als Mythos einer ganzen Generation. Es war eben auch viel Geist der Zeit, was sich da an ihn dran heften konnte, an diese Figuren. Das Attraktive schien erstens, dass es so etwas mit dieser magischen dritten Welt zu tun zu haben schien. Zweitens hatte dieser Che nun mal eine fotogene Ausstrahlung. Er hatte einen Eros, der gleichzeitig aber total puritanisch war. Am 8. Oktober 1967 gerät Che Guevara in Gefangenschaft. Nach Verhören durch bolivianische Offiziere und einen CIA-Agenten wird er auf Befehl des bolivianischen Präsidenten erschossen. Che Guevara wird nur 39 Jahre alt. Ein Mann voller Charisma, Selbstüberschätzung und Dilettantismus. Im Tod scheint er seine wahre Bestimmung zu finden, als verklärter Märtyrer des Marxismus. Vor allem bei Studenten in den Ländern des Westens finden Ches Ideen vom Aufstand der unterdrückten Völker großen Anklang. Proteste gegen den Vietnamkrieg, wie hier in Berlin 1966, lösen eine Bewegung aus, mit der ein neues Kapitel des Kommunismus beginnt. Weg vom Dogmatismus der verkrusteten Sowjetherrschaft hin zum Aufbruch der westlichen Jugend. Das Bild der freien Welt war ja wirklich nicht gerade sympathisch, sondern abgründig in sich auch. Insofern wollte man dieses Rad sozusagen der großen weltumstürzenden Revolution scheinbar mit
dem Rückenwind aus dieser dritten Welt nochmal neu erfinden. Ja. Und das konnte man dann ganz existenzialistisch sagen, wie das Vermächtnis von Che, ihr seid die, die den Kampf in der Brust der Bestie führen, auf eigene Rechnung. In der Studentenbewegung sammeln sich Marxisten, Leninisten, Trotzkisten, Maoisten und Anarchisten, die nur eines gemeinsam haben: radikale Vorstellungen von der Zukunft der Menschheit. Ein Teil der Bewegung setzt auch auf Gewalt. 1967 hat die Studentenbewegung noch von Demokratie gesprochen. Das war das meistgebrauchte Wort. 1968 war das meistgebrauchte Wort schon Sozialismus und Revolution. Also es ging ja von 0 auf 100, großteils. Ja. Also es war eine rasende Desillusionierung und Entidealisierung. 1968, gut 50 Jahre nach der Oktoberrevolution, herrscht hinter dem eisernen Vorhang Stagnation. Auch in Prag steht die Kommunistische Einheitspartei großer Unzufriedenheit der Bevölkerung angesichts der wirtschaftlichen Dauerkrise gegenüber. Parteichef Alexander Dubček will Reformen einführen, Betriebe privatisieren und mehr bürgerliche Freiheiten einräumen. Doch Dubčeks Reformpläne im Frühjahr 1968 stoßen auf heftigen Widerstand aus Moskau. Kreml-Chef Leonid Brezhnev setzt auf Einschüchterung. Mit Unterstützung von linientreuen Genossen wie Walter Ulbricht droht er Dubček mit einem militärischen Eingreifen der Warschauer Paktstaaten und lässt zur Unterstreichung der Drohung Militärmanöver abhalten. Es gab einen Umbruch in diesem Jahr 1968. Die Entwicklung hin zu Freiheit und Liberalismus endete in einer Eruption der Freiheit. Das, was man heute Prager Frühling nennt, wir nannten es den Prozess der Wiedergeburt, war einfach eine Explosion. Dann kamen die sowjetischen Truppen. Es war eine Invasion im August 1968. Am 21. August 1968 lässt Brezhnev Panzer rollen. Mit 300.000 Mann fällt der Warschauer Pakt in der Tschechoslowakei ein, um das Experiment des Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu beenden. In Prag gehen Hunderttausende auf die Straße, um gegen die gewaltsame Unterdrückung ihrer Hoffnungen zu protestieren. Bilder von Panzern auf dem Wenzelsplatz gehen um die Welt. Vereinzelt kommt es zu gewaltsamem Widerstand gegen die Invasoren aus den Bruderstaaten. Doch die Übermacht der Angreifer mit mehr als 2000 Panzern ist zu groß. Es gibt Dutzende Tote und Hunderte Verletzte. Die brutale Niederschlagung des Prager Frühlings sorgt für Ruhe hinter dem eisernen Vorhang. Friedhofsruhe. Im September 1968 brauchte man eigentlich keinen Mut, weil die ganze Gesellschaft auf der Seite des Widerstands gegen die Invasion war und natürlich auch gegen die Folgen, die noch nicht da waren, aber die man voraussehen konnte. Langsam formierte sich die kommunistische Führung der CSSR, die selbstverständlich manipuliert war. Sie ließ sich gerne von Moskau manipulieren. Der Normalisierungsprozess in der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei kam schrittweise. Es dauerte etwa ein Jahr, bevor es ihnen gelang, die ganze Partei zu beherrschen. Und dann hat es noch ein weiteres Jahr gedauert, bis es ihnen gelungen ist, die ganze Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Am Anfang, im Herbst 1968, brauchte man keinen Mut. Hoffnungsträger Alexander Dubček kehrt noch einmal auf die Prager Burg zurück. Die Sowjetunion hat ihn gezwungen, ein Protokoll zu unterschreiben, das die Reformen für beendet erklärt. Studenten in ganz Westeuropa sehen im Prager Frühling einen dritten Weg zur sozialistischen Demokratie. Die Distanz zwischen Moskau und den Kommunisten im Westen nimmt immer mehr zu.